Grüß Gott, meine Damen und Herren, und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Weechin. Heute werden wir, wie versprochen, unsere allererste der Weechin Option Mod Maschine craften. Aber davor mag ich euch noch etwas sagen, und zwar... Scheiß Eid, ich darf ich sowieso nicht benutzen, warum kriege ich es dann? Also, ich habe mich ein bisschen noch stärker mit der Mod befasst, um zu gucken, wie man überhaupt am besten die Frozen Bubbles für die Enderperlen bekommt. Und Leute, ich muss euch sagen, das wird noch eine Tortur. Und zwar brauchen wir erstens einen Arsch voll Glück, um entweder ein Icebikes-Biom zu finden, wegen Packed Ice, weil man das damit auch machen kann. Oder wir brauchen einen Haufen Materialien, wie beispielsweise Diamant und Gold, um eine Silk-Touch-Spitzhacke zu bekommen, um, naja, wie gesagt, normales Eis abzubauen. Also, egal welchen Weg wir gehen werden, wir werden immer einen Arsch voll Glück brauchen. Aber erst mache ich hier mir ein bisschen Holz holen, wie man wahrscheinlich schon sieht, um dann nicht so schnell raus zu müssen, weil wir natürlich auch noch, ja, Emeralds und vor allem Dias brauchen. Ich habe mir irgendwie ausgerechnet, wie viel Dias wir brauchen. Auf alle Fälle drei für eine Spitze. Okay. Da oben ist jetzt nicht allen Ernstes ein Creeper. Willst du mich verarschen? Why bist du da oben? Den muss ich jetzt hier runterlocken. Hallo? Hallo? Oh Gott, ich habe vergessen, mir einen Timer zu stellen. Ja, du bist mir jetzt weit genug weg. Kommst du vielleicht mit mir noch eine Runde planschen? Hm? Hallo, komm her. So. Jawohl! So kriegt man einen Creeper weg. Und jetzt stelle ich mir ganz schnell einen Timer. Also, kleiner Cut. Timer läuft. Alles ist jetzt paletti. Gut, ach, dich würde ich so gern töten, um in dein kostbares Fleisch zu kommen. Okay, hier unten habe ich schon gesehen, dass das Brotzeug nicht wächst. Okay, dann werden wir wahrscheinlich jetzt ja, wieder eine Runde minen gehen. Damit wir endlich mal eine Runde, wisst schon, Emeralds bekommen, ne? Weil die ja nur im Extreme Hills Biom auffindbar sind und ich in der letzten Folge, naja, mich versehentlich aus diesem Biom gegraben habe. Und hier oben haue ich mir jetzt mal ganz schnell die Sachen hier weg. Und ich hätte mir vielleicht... Ah, nee. Ich habe noch Eisen für eine neue Spitzhacke dabei. Also, das wird uns jetzt wahrscheinlich nicht, ja, unseren kleinen Ausflug ins Wasser fallen lassen. So. Gut, ich muss natürlich auch wieder aufpassen, nicht, dass wir wieder Silberfischsteine bekommen, weil die uns, ja, eigentlich in der letzten Folge einen kleinen Regelverstoß beschert haben. Was nicht so gut war, aber ich hab's jetzt... Oh, jetzt ist schon fast gedacht, dass das ein Silberfischstein ist. So. Nee, was ist denn das hier? Ist das eine Schlucht? Oh, geil, eine Schlucht. Jawoll. Eine Schlucht ist immer voll von gutem Stuff auf Höhe 27. Ah, da oben ist ein bisschen Eisen. Naja, eine Schlucht ist aber auch so irgendwas, was mit einer Hülle zu tun hat. Deswegen nehme ich das jetzt ungern. Naja, Ich grabe mich jetzt erstmal weiter runter. Strip Mine ist nämlich dafür um einiges sicherer. So, was ist... Nee, hier ist nix. Okay, ich krieg auch schon wieder Paranoia. Also ich sollte vielleicht mal zum Augenarzt gehen. Okay, bisschen Kohle. Nice. Das freut mich natürlich schon sehr. Sind wir überhaupt noch in Extreme Hills? Jawohl. Okay, gut. Dann haben wir immer noch Chancen, auf Emeralds zu stoßen, obwohl ich in dieser Höhle leider keine gefunden habe. Finde ich jetzt persönlich ein bisschen schade. Aber da kannst du leider auch nichts machen. Man kann sich leider auch keine ercheaten. So. Okay. Ah, ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu langweilig für euch, aber naja, bei so einem Projekt ist es halt an der Tagesordnung, ist meinen. Okay, jetzt sind wir bald auf Diamanthöhe. Ich lasse jetzt mal ganz kurz die Sache hier laufen. Okay, hier ist Höhe 13. Auf Höhe 12 werde ich dann, genau, mich hier so weiter graben. So, okay. Wie geht's euch so? Also, mir persönlich geht's gerade echt gut. Ja, wir haben neulich die 50 Abonnenten geknackt, was echt wirklich schon wirklich geil war. Ich habe einfach mal so auf die YouTube-Seite geguckt und auf einmal stand da eine 50 da.
das ging dann wirklich recht schnell in der letzten Zeit. Also Props an euch Leute für den wirklich guten Support in der letzten Zeit. Das freut mich natürlich sehr. So. Also okay, gut. Ich war gerade wegen irgendwas ein bisschen, Brain AFK. So. Ich lasse jetzt mal hier diesen F3-Screen an, dass ich sehe, ob wir noch im Extreme Hills Biom sind. Oh Gott. Erde. Warum gibt's die hier? Die nervt. Und ich hoffe mal, dass mir diesmal keiner eine Nachricht schreibt. Das war ja, in der letzten Folge ein bisschen, ein bisschen random. Oh! Redstone! Cool! Das braucht man. Braucht man das eigentlich? Naja, falls wir irgendwie eine Maschinerie bauen wollen. Aber essentiell notwendig ist das jetzt nicht so wie Diamanten, von denen ich immer noch keine gefunden habe. Oh, schlimm. Oh, noch mehr Redstone. Cool. Das freut mich natürlich sehr. So. Ah, eigentlich wollte ich ja die eine coole Maschine bauen. Das werde ich aber dann nach diesem kleinen Mining-Gang, also diesen kleinen Mining-Ausflug machen. Oh, Knochen, nice. Noch ein Knochen, lol. Gold, Gold, Gold. Gold ist wichtig. Gold ist wichtig, weil die Enchantability von dem auch richtig gut ist. Sie haben mir nämlich ausgerechnet, wie häufig Silk Touch vorkommt auf Level 30 verzaubern. Wofür dann wir dann wahrscheinlich noch in den Nether gehen müssen für, wisst schon, Quarz für Level und so. Ach, also Leute, das wird noch ein abenteuerreiches Projekt. Momentan ist noch ein bisschen blöd. Also mit blöd meine ich langweilig. Wegen dem ganzen Meinen hier. Aber die interessanten Sachen kommen schon noch, Leute. Also bleibt gespannt. So. Sind immer noch in Extreme Hills. Das ist gut. Aber immer noch keine Diamanten. Das ist, ja, bisschen Abfuck. So, wie weit sind wir jetzt schon weg? Oh Gott, mega weit. Ich werde jetzt mal den hier machen. Nein, nix. Auch nix. Dann hier, damit es möglichst effizient ist. Oh, Redstone, Redstone, Redstone ist gut. Redstone mag jeder. So, es kriegt natürlich auch noch ein bisschen Level. Also kriegen wir auch noch ein paar Level von denen. Deswegen ist es ganz schön. So, weil wir sicherlich oft noch Level 30 brauchen. Leider ist hier dieses Verzaubern 1,7 und deswegen ist es übelst teuer geworden. Also ist es noch übelst teuer. Da 1,8 ging es ja relativ bergab mit den XP-Kosten, aber einmal Level 30 ist schon viel, aber teilweise 9-mal Level 30, da wird es dann nervig. Ich glaube, da werde ich auch, falls wir wirklich so oft Level 30 benötigen, dann auch mal, warte mal, nee, okay, gut. Also da werde ich dann auch mal eine komplette Speed Level Farm Folge machen mit nicer Mucke hinterlegt. Ja. Die dann natürlich auch, naja, keine Ahnung, wie schnell die sein wird. Aber das ist alles noch Zukunftsgeplänkel. Das ist jetzt nicht so essentiell. Oh, Lapis Lazuli. Wofür braucht man das eigentlich? Hey, das ist ja eigentlich auch das allergrößte Verarschungsrezept, oder? Ja, wenn man es abbaut, kriegt man ja irgendwie mehr davon, aber wenn man schmilzt, bloß eins. Also das ist der allergrößte Verarschungspreis. Ja. Was ist denn das hier? Achso, blaue Wolle, okay. Ja, wow, 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 wow. Interessiert jeden. Warte, warte. Was war das? Ich habe hier gerade irgendwas gesehen von. Ach so, okay, gut. Ist jetzt nicht so wichtig. Naja. Hier, schau. Wie viel habe ich jetzt aus einem rausbekommen? 7. Und wenn man schmilzt, kriegt man bloß eins raus. Das ist die allergrößte Verarschung. Mojang, was hast du dir nur dabei gedacht? Was ist das? Ach, coole. Okay, ja, Lapis Lazuli. Wären wir in der 1.8, wäre das jetzt Highlife und so. Aber in der 1.7 ist es, ja, sinnfrei einfach nur. Sieht einfach nur schön aus. So, hier werde ich mal wieder eine Fackel rein platzieren, dass man was sieht und keine Mobs spawnen. Was ja in diesem Projekt, ja, tödlich enden kann. Also, vielleicht merkt man es, ist mir auch ein bisschen langweilig hier gerade, weil wir verdammt nochmal keine Dias finden.
Null. Wir haben noch keinen einzigen gefunden. Noch nicht mal ein Emerald, aber das wäre ja allererste Sahne, ein Emerald. Wir sind doch in Extreme Hills. Digga. Okay, Eisen. Eisen kann man mal machen. Ist jetzt eigentlich ganz gut. Denn sowas wäre natürlich auch ganz nice. Naja. Aber das wäre dann schon gecheatet und jetzt auch sinnfrei eigentlich. Ich wette mit euch, ich grab immer genau einen Block an einem Diamanten vorbei. Oh. Alles klar. Dann werden wir jetzt mal ganz schnell einen Ofen uns hier bauen. So, und ein bisschen Eisen braten. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich habe versprochen, noch eine Dingsmaschine zu bauen. Aber das kommt schon noch. Wir werden noch den kleinen Mining-Trip fertig machen. Ja, okay, gut. Die Zeit ist jetzt auch schon langsam reif. Ach, wisst ihr was? Das lasse ich jetzt hier unten. Ich werde ja öfters jetzt hier runtergehen zum Minen. Also, ich werde jetzt raufgehen. Das ist der Endeffekt von dieser Aussage. Um uns, ja, die eine Maschine zu bauen. Weil uns ja mittlerweile auch schon das Essen ein bisschen knapp wird. Also, ist allgemein recht knapp. Und mit der Maschine, die wir uns jetzt bauen, da werde ich uns jetzt Kompost herstellen. Damit unsere ganze Farm da oben ein bisschen schneller läuft und so. Okay, wir haben auch einige Knochen wieder bekommen. Das heißt, dass wir unsere kleine Farm wieder ein bisschen befeuern können. Draußen ist Nacht. Wer hätte es anders gedacht? Hat sich das gerade gereimt? Keine Ahnung. Okay, also wir werden uns jetzt den Composter bauen. Hoppala, das war eine verkehrte Taste. Die hier wollte ich. Also eine Kiste und 4 Sticks, die ist recht schnell zusammengestellt. Wenn ich das Holz gehabt hätte. So. Jetzt R und... Ich bin ein Held. So, R, zack, zack, zack. Not enough items. Ich liebe dich. Und... So, da haben wir jetzt unseren Composter. Das ist eine Maschine. Die, wie gesagt, Kompost herstellt. Und da müssen wir jetzt... hier oben die Reihe am besten mit braunen Materialien füllen. Und die restlichen 2 Spalten mit grünen, damit es am effizientesten läuft. Das heißt, wir werden uns jetzt einen Haufen Sticks holen und uns dann am nächsten Tag Blumen. Und die müssen wir dann immer mal wieder drehen. Momentan ist die bei 4 Grad. What the fuck? Ja, also auf alle Fälle müssen wir die 2-mal am Tag drehen mindestens. Und ja, dann wird es mit der Zeit immer wärmer und irgendwann ist dann da Kompost draußen. Okay, da sehe ich schon mal ein paar Blumen. Hey, iPad, halt die Fresse. Ich schaue jetzt keine E-Mails nach. Und ja. Genau. Jetzt, das hier wollte ich noch machen und uns ein paar neue Spitzhacken craften. Am besten gleich mal 2 an der Zahl. Hoppala, nochmal. So. Und dann wieder runtergehen. Momentan ist ja eh noch Nacht. Oder warte mal. Dieses Gold werde ich mir jetzt für eine Uhr verkraften. Ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich würde immer mal ganz gern wissen, ob gerade Nacht oder Tag ist. Das ist ja auch eigentlich das einzige Nützliche für Gold. Also noch Goldäpfel, aber die brauchen wir in dem Projekt sowieso nicht. No God. No God, please, no. Mann, ein Zombie, warum? Warum? Ich bin gerade vom Pech gesegnet, oder wie? Ja, rausgehen mache ich jetzt auch nicht. Ja, geil! Jetzt nochmal runtergehen. In der Hoffnung, dass der Zombie jetzt weg ist. Zombie? Nein, geh weg von mir. Bleib mir vom Leib. Er kommt hoch. Nein, er ist stehen geblieben. Braves Zombie, braves... Scheiße. Mann! Okay. 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 Alles klar. Sunflower Seeds brauchen wir. Für Seife. So. Bisschen Action jetzt gerade. Blumen brauchen wir für den Composter. Ist der ein Future-Zombie? Nee, da war... What the fuck? Was sehe ich gerade für Kacke einfach nur? LOL. Okay.
Die MLG-Spinne. Die sind noch ganz gut. Ja. Noch eine Spinne. Nein, dich mag ich nicht. Ein Creeper. Oh, 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 oh. Mach ich noch schnell den hier. So. Gut. Und ab die Post, ab die Post. Zombie, bist du noch da? Nein, er ist despawned. Jawohl. Haha. Nice. So. Hier sieht man übrigens auch an den Namen. Die sind in diesem Interface halt irgendwie farbig. Und ja, das kann man eben auch gucken, was jetzt als grün gilt und was als braun so. Okay, das ist zwar jetzt nicht die effizienteste Methode, aber momentan gerade die am besten. Und dann rolle ich die jetzt nochmal mit Shift und rechter Maustaste. So, und hier sieht man schon, geht das Composting los. Und ja, das muss jetzt eine Weile stehen bleiben und mit etwas Glück. Na, was heißt denn mit etwas Glück? Besser gesagt, mit etwas Geduld. Haben wir dann bald Kompost, womit unsere kleine Farm da drüben ein bisschen schneller und effizienter arbeitet. So, genug der langen Worte. Ja, what the fuck, die Folge ist schon bald zu Ende. Naja, ich werde jetzt noch ein bisschen runtergehen zum Meinen und dann werde ich die auch beenden. Alter, geht die Zeit hier schnell. Huch, das ist der falsche Ausgang. Hier muss ich runter, genau. So, dann werde ich hier auch noch ein bisschen graben. Damit die... Also okay, gut, das ist bloß ein Höhlensound. Ich hätte schon gedacht, das ist irgendwie ein Scheißmob. Aber dem war zum Glück nicht so. Okay. Meine, das ist schön. So, sind wir auch schon unten. Haben schon mal den Grundstein für die kleine, essenssparende... Weiß schon gelegt. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen weiter graben. Okay, da kann ich nicht immer weiter graben. Und hier dann noch ein bisschen. Oh, Redstone. Cool. Besser als nix. Besser als nix. Ein bisschen Lapis Lazuli. Keine Ahnung warum. Kann man aber auch einfach mal nehmen. Aber warum zur Hölle habe ich immer noch keine Diamanten gefunden? Das nervt mich gerade ein bisschen. Falls man es merkt. So. Nee, ich höre nichts gut. Hätte gerade gedacht, ich hatte irgendwas auf dem Ohr. Aber wahrscheinlich habe ich bloß was im Ohr. Okay, nein. 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 Alter. Ich habe das allergrößte Diamantenpech der Welt, oder wie? Ach, immer ein bisschen Eisen. Besser als nix. Wie oft zeige ich das jetzt noch, dass Eisen besser als nix ist? Ich weiß es nicht. Weil für das Eisen besser als nix. Okay. Nö, hier ist nix mehr. Werde ich hier jetzt noch ein bisschen reingraben? Nein. Alter. Okay, ein bisschen Erde. Warte, da mal jetzt noch reingucken. Ob hier was ist. Ah, jetzt mache ich mal diesen blöden F3-Screen weg. Der fuckt langsam ab. Ah. Kohle. Naja. Nimmt man einfach mal mit. Vor allem in so einem, naja, sagen wir, Semi-Vanilla-Projekt ist das immer ganz gut Kohle. Ah ja, ja, ja. Ich mag jetzt wenigstens noch das hier ein bisschen fertig machen. Ah. Nur Erde, aber sonst nix. Wow. That's amazing. Dirt. Oh! Ich wusste es. Lol. Okay, okay. Kleiner Bug. Okay, ja, ich baue jetzt noch ganz schnell die Erde und dann mache ich aus für heute, okay? Gut. Wir haben diese Folge, ja, nichts geschafft. Naja, okay, wir haben die Composting Machine gebaut und ein bisschen Redstone gefunden, aber... Alter! Davon kann man sich was kaufen. Kompost. So, hier hoch. Ah, oh, lol, schon oben. Nice, das ging ja schnell.
gehen jetzt noch schnell in unsere Butze rein. Und weil eh gerade Tag geworden ist, sich an dieser coolen Uhr, hat sich jetzt echt schon mal bezahlt gemacht, die Uhr. Ja, wir jetzt noch ganz schnell hier die Sache abfarmen und dann mache ich aus für heute. So, zack. Oh, das war schon ja geil. So, wupp, wupp. Wupp. Okay, jetzt habe ich noch 3 Seeds. Die pflanze ich auch nochmal ganz schnell an. Wupp, wupp und wupp. Zack, zack und zack. Okay, gut. Jetzt kann ich schon nicht mehr sprinten. Ja, geil. Jetzt renne ich noch ganz schnell hier hoch und drehe nochmal den Kompost. Hier sieht man auch schon, das schwurbelt sich immer durch und Composting ist bei 22%. Nice. So, und die Temperatur geht zwar jetzt runter, aber das hat schon seinen Sinn, warum man das drehen kann. Okay, gut, dann mache ich auch aus für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben zwar jetzt nicht besonders viel uns ermeint. So, jetzt haue ich nochmal ganz schnell den hier rein. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben immerhin eine kleine The Region Option Maschine gebaut. Alter, dumme Fackel. Und ja, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.